Na, die Diskussion über die Notstandsgesetze ging ja schon jahrelang. Und natürlich war klar, dass die Notstandsgesetze eine Art Diktatur Gesetze sind. Und wenn man über die Notstandsgesetze heutzutage diskutiert, ist ja sehr interessant, dass die meisten Leute nicht wissen, dass diese Notstandsgesetze nach wie vor gelten und dass also da eine Umstrukturierung des Grundgesetzes den herrschenden Kreisen Westdeutschlands gelungen ist, der nach wie vor zieht. Und ja, die Verabschiedung der Notstandsgesetze im Mai, Ende Mai 1968 war ein ganz wesentliches Datum, weil eigentlich die Mobilisierung, das zeigte sich dann, immer darauf gezielt hatte, die Verabschiedung der Notstandsgesetze doch wirklich zu verhindern. Und als das nicht geglückt war und die Große Koalition die Notstandsgesetze verabschiedet hatte, da war nicht etwa eine Zustimmung in der Öffentlichkeit da, sondern es gab eine ganz tiefe Depression. Und das, was dann in den Jahren drauf oft als die Niederlage der Studentenbewegung bezeichnet worden ist, das war gar keine unerwartbare Niederlage, sondern das war eine tiefe Depression. Und das mit Gewalt kokettieren, wie es dann in der RAF und ihren Sympathisanten entstand, das hatte viel mit dieser depressiven Grundhaltung zu tun nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze.